Und da haben wir wieder eine Meisterschaft. Die machen wir dann im nächsten Part. Oder besser gesagt, die packe ich im nächsten Part dann rein. Aber vorher machen wir noch mal ganz kurz unser Deck verbessern. Und zwar, wir haben was haben wir bekommen? Eher unter verdammten. Nein, das haben wir nicht bekommen. Wir haben schwerer Sturm bekommen. Und wir haben Jinzo bekommen. So, damit tun wir jetzt zwei normale Monster mal raus. Die werden mir langsam lästig. Riesenfliege raus. Und Schurkenpuppe raus. Wie sieht eigentlich mit Zauberkarten aus? Freund ich hier Butter hat gemeint. Spalt, dass ich auch noch drin. Passt. Fallenkarten. Passt auch. Also. Jetzt müssen die Monster langsam bei. Jetzt gehen wir zur Meisterschaft. Wie im letzten Part versprochen. Hallo Teilnehmer. Genau, das Turnier besteht aus mehreren Spielen. So, wer denn mein Gegner sein? Och, Marco Tsunami. Okay. Das wird dann nicht so ganz einfach, aber egal. Muss ich halt. Komme ich halt nicht drum herum. Spielen wir den und spielen wir das. Das müsste reichen gegen ihn. Gut, ein legendärer Fischer ist eigentlich die mächtigste Karte, die er hat. Oh, ne, fliegender Fisch. Das ist die Karte, die mir zu schade für. Das ist ein Fisch, ey. 800 Punkten. Das ist eine Lachnummer, ey. Hier spiel ich mal was Richtiges aus. Wie zum Beispiel Dynamis-Attacke. Schön, 1000 Punkte weniger. Weiter geht's. Baba. Müssen nicht eigentlich, ich glaube, in diesem Part kommt dann wieder die Zielwoche. Umi. Jetzt muss er, glaube ich, 200 Punkte extra. Aber was stört mich denn das? Ich habe den mächtigen Forceangreifer. Ah, ich habe Reis natürlich Brutverdeck liegen, stimmt. Deswegen fragt er mich so nervig danach. Ach, noch so ein Fisch. Vorsicht, wir werden heute Fischer. Markus ist ein Seemann. Das heißt, er ist kein. Aber er hat doch auch mal gefischt. Blöd gelaufen. Aber für eine rote Riesenstange opfere ich das jetzt nicht. Weil ich habe noch die Zauberkarte. Gemeinsam sind wir stark. Und die wird's rausreißen. Genau die hier. Aktivieren. Dynamis. So, damit habe ich mein stärkeres Monster draußen als er. Und Ayas. Schöne Riesenschlange. So, die Kopfjägerin. Ich habe es auf dein Preisgeld abgesehen, was auf deinem Kopf ist. Hoho. Ja, die normalen Monster werden weichen. Ich versuche nur noch die wirklich die 1000. 1800, ja. Also, wenn überhaupt. Alles andere wird aussortiert. Später. Sick. Also mehr Effektmonster möchte ich dann doch schon gewinnen. So, das war Runde Nummer 1. Ich habe kein Side-Deck. Werde ich auch, glaube ich, hier nicht benutzen. Warum auch? Genau, warum auch? Ein Monster Verteidigungsmonster, eine Karte verdeckt. Wow. Bloß nicht so viel. Freundliche Wohltat, okay. Können wir aktivieren. Perfekt. Buster Blader und Riesentornade. Raumtyphon. Dann kommen die Kopfjägerin und Monsteranimation. Für Buster Blader, den ich abgeworfen habe. Das ist immer so praktisch. Aber der wird auch nicht mehr lange im Deck bleiben. Also eigentlich in den dunklen Paladin rein, dann eventuell. Das 13. Grab. Das bringt auch nur Unglück, weil die Zahl 13 dort enthalten ist, Marco. So, er kann gerne angreifen, habe ich kein Problem mit. Ich habe eben nur von einer schwerer Schwimm auf der Hand, also.
Den mächtigen Jin, so habe ich gezogen. Okay, wenn wir ihn rufen. Damit sind Fallenkarten absolut nutzlos. Haben wir das auch schon mal bewältigt? Ach, danke. Du bist aber nett. Du bist ja noch großzügig, dass du bitte Jins auf dem Feld lässt. Ich hätte es nicht von dir erwartet. Ich hab dich beide zurückgebracht, ey. Okay, ich kann nur zwei Monster angreifen, weil ich kein Angriffsmonster mehr hab. Die bezaubernde Nixe. Oh, da ist ja bestimmt, das ist bestimmt Marco Tsunami drin verliebt. In diese Nixe. Bacon. Bacon? Greift bei Magier des Glaubens an. Was ich wohl nehme. Monster Reanimation natürlich. Das hätte Marek auch gemacht. Jetzt gibt mein Monster genau so eins. Das Kampf muss ruhig eine Fallenkarte da hinten sein. Das stört mich mal sowas von gar nicht, solange ich Jin so draußen hab. Und danach geht's weiter mit Bakura, falls ich noch in seiner Nähe bin. Wenn nicht, muss ich meinen anderen Schwächling suchen. Oder meinen besseren Spieler. Jetzt habe ich Jinzo, habe ich bekommen. Schwere Schrumpf, ich bekommen. Also damit lässt sich schon mal echt besser arbeiten. Als noch ganz am Anfang. Ganz am Anfang war es noch schlimm. Aber mittlerweile haben wir super, ein super, super, super gutes Deck. So, Rot Riesenstange hat. Das wäre schon das zweite Duell. Ja, stimmt. Stimmt, da war was. Das war schon das zweite Duell. Und tschüss, Marco. Hallo, bist du ein Verlierer? So, mal gucken, was für ein Pack ich bekomme. Ja, komm, gib den Preis her. Das wollen wir doch gar nicht. Bestie von GV und der Rest ist Schrott. Na, wir sind noch in der Nähe von Bakura, okay. Können wir gleich weiter duellieren. Gleich weitermachen. Ja, gut, dann schaffe ich das in dem Part noch. Zwei Duelle noch. Ja, in 12 Minuten mindestens. So, ich habe so viele Zauberkarten. Habe ich so viele Zauberkarten im Deck, ey? Das kam mir vorhin gar nicht so vor. Ich so viele Zauberkarten drin hab. Ich dachte jetzt schon, wir freundliche Wultat und Schieferkrieger. Meine Monster sind doch gleich stark. Und zwei verdeckte Karten, okay. Können wir dann für Verwüstung sorgen? Jo, können wir. Schwere Sturm. Scheiß auf Schicksals. So ein. Ah, hä? Warum ist der Monster nicht ausgerüstet? Stört mich nicht. Können wir aktiv. Ah, dort hat Monster abgeworfen, okay. Ich gehe aber lieber auf. Ich gehe und Unentschieden ein. Ganz ehrlich, ich gehe lieber auf Unentschieden ein. Unentschieden! Ja, und? Jetzt ist Schieferkriegers Effekt, der mich nicht aktiviert. Der hat echt einen geilen Effekt. Flip-Effekt. Und einen normalen Effekt. Das ist so grandios. So, die Kopfjägerin. Lass ich mal wieder auf freien Fuß. Attacke. Bistro stellt, der spielt im Verteidigungsmodus und hat damit nämlich nicht angegriffen. Wusstest du, dass ich eine mystische Elfe im Verteidigungsmodus habe? Ja, ich habe das Gefühl, er weiß das. Das kann es doch echt nicht sein, ey. Glocke der Zerstörung, okay. Zug beenden. Die werde ich aber nur benutzen, wenn er was opfert. Oder wenn er aufpusht. Ist auch eine Möglichkeit. Und die Wand, okay. Nein, nein, den Angriff lasse ich nicht durch. Verdeckte Karte umdrehen. Na, aktiviert die Axt der Verzweiflung. Nein. Er greift doch nicht an damit, okay? Ich will den Flip-Effekt lieber nutzen. Vielleicht erlaubt er es mir. Kraft des Untergangs. Okay, ja, er erlaubt es mir, aber dafür schickt er mein Monster auf den Friedhof.
Ja, genau, Raigeki. Den tun wir weiter nach vorne schieben. Dann passt das so. Jetzt ziehe ich Raigeki. Damit beende ich meinen Zug. Du bist dran. Gleich kriege ich ein Monster, glaube ich. Oh, ich spiele den Grafen Verteidigungsmodus. Ja, das ist ein Todesurteil, würde ich mal sagen. Aber egal, wir spielen Raigeki aus. Jetzt spiele ich die Zauberkarte Monster-Reanimation. Hol mir deinen Schieferkrieger zurück. Oder da was. Ah, nee, ich hole den Grafen wieder. Der hat 2000 Angriffspunkte. Kann ich meine beiden Monster noch. Ich kann meine beiden Monster sogar noch opfern. Noch besser. Schauen wir noch ein bisschen mehr Schaden raus. Mit Buster Blader. Buster Klingenkämpfer. Buster Blader sieht cooler an. Er geht jetzt natürlich auch Magier des Glaubens, das verdeckt spielen können, aber dann hebe ich mir noch auf für schlimmere Fälle. Bei dem weiß man ja hier bekanntlich nie. So, wir werden es riskieren mit Kriechdrache. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Aber was ist das für ein Delusion? Hat der bis jetzt noch nichts gespielt, was über 1600 Verteidigungspunkte hat? Ja. Sag ich doch. So, genau auf 0. Yes. Ah, ich habe feierliches Urteil vergessen. Da war was. Da war eine Karte, die ich vergessen habe. So, die tun wir nach Bakura erst rein. Nur mal feierliches Urteil, Kampfgewissen, Schmerzen teilen. Ah, okay. Ah, hilf mir beim nächsten Totenkopf. Da. Was ist nichts dabei? So, wollen wir ihn? Noch einmal, dann haben wir ihn fertig. Haben wir ihn fertig gemacht. Das war Kura auch Geschichte. Okay, ich habe verloren, mal wieder. Ja, egal. Karten ziehen und hoffen. Und hoffen und hoffen. Siebenfarbiger Fisch. Das haben wir noch Magier des Glaubens. Ja, lässt sich damit was arbeiten? Ja. Damit lässt sich arbeiten. Ich hoffe, dass er genau das macht, was ich denke. Ja, er macht genau das, was ich denke. Wunderbar, wunderbar. Du spielst mir alles wieder perfekt in die Karten. Was haben wir denn wieder? Oh, perfekt. Gut, dass ich nicht angegriffen habe. Beide Monster opfern. Für einen dreikörnigen Drachen. Attacke. So, da haben wir schon mal gut Damage gemacht. Ich will versuchen, noch zwei Duelle in diesem Part reinzukriegen. Wir sind bei 34 Minuten. Da ist das durchaus auch möglich. Im Bereich des Möglichen. Ich traue dem Monster da nicht so viel. Obwohl, wir machen es einfach. Wir riskieren es einfach mal. Was habe ich schon zu verlieren? Ein Duell. Ja, gut, dann zieht sich das Ganze nochmal um ein Duell länger hinaus. Bis auf den Pinguin, so dann hält mich nix auf. Okay, das ist mir egal. War es hat eh verloren. Aber ist richtig gemacht. Aber knapp verloren. Na, knapp gewonnen, meine ich natürlich. Wir haben knapp gewonnen. Knapp verloren. Er hat knapp verloren. Wir haben aber knapp gewonnen. Aber nur knapp hast du verloren. Ja, knapp ist auch. Kann sich auch daneben. Ich habe sogar das Exodia-Pack auch noch bekommen, ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, Duellantenwoche. Schön. Dass ich Verstärkung nicht dabei, die ich brauche. So, Teer haben wir auch noch nicht fertig. Ah, okay. Ja gut, dann wird Teer die nächste sein. Auf meiner Rechnung. Theo! Also, die Stärkeren kommen immer noch später. Wenn wir das Exodia-Pack ein bisschen öffnen. Vielleicht kommt da ein bisschen Besseres bei raus. Freundliche Wohltat. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Riesenratte schon mal im Angriffsmodus. Ich habe nur Angst vor der heiligen Johanna. Ist ein bisschen die einzige Karte, die mir Sorgen macht. Das ist die
einzige und letzte Karte, die mir Sorgen macht bei ihr. Sonst hat sie eigentlich nichts, was bedrohlich sein könnte. Das ist doch gut so. Okay, Glück der Zerstörung noch perfekter. Perfekter geht's kaum noch. Bis auf das mit dem Beauftragten spielen. Als Cybertech Alligator, der hat auch 5, 6 Sterne. Und der hat aber mehr Verteidigungspunkte. Aber dass damals schon wirklich 2500 Angriffspunkte nur 6 Sterne bekommen haben, war. War schon komisch. Aber das war zur damaligen Zeit wirklich ein Top-Monster dann. Oder wurde auch als Top-Monster angesehen. So. Mal ein bisschen Damage bei ihr machen. Was hat die denn im Deck? Heilige. Ah, die können ja die Monster mit 2000 Verteidigungspunkten durchaus haben. Okay, ja. Da bin ich der antike Geist. Eher nicht. Ah, vielleicht kriegst du sogar noch zwei Duelle von der Thea rein. Wer weiß das schon. Kommt darauf an, wie schnell ich jetzt mit dem fertig werde. Tanzner 11. Adieu. Lauf definitiv nicht mein eigenes Monster. Vergiss es. Ja, Endphase. Das war's. Das war's schon. Gucken wir den Djinn, weil wir es können. Also, ihr seht schon, die Duelle gehen 10-mal schneller jetzt. 10-mal schneller, 10-mal einfacher. So, und jetzt wollen wir mal das Exodia-Pack öffnen. Nach unserem Sieg hier. Gegen Thea. Ich glaube, der 6. war das, der 6. oder? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Überhaupt nicht so sicher. Strache sieht da, ne, nichts Gutes dabei. Ah, komm, ein Duell gegen Thea hau ich noch raus. In diesem Part. Ein Duell passt, ja, wird knapp. Mit 38 momentan auf der Uhr. Oh, das passt noch. So, zieh was Schönes, Kleine. Ich habe gesagt, zieh was Schönes. Spiel was Schönes heißt das auch. Damit lässt sich wieder arbeiten. Mit Überläufer von Buster Blader. Jinzo wäre mir ein bisschen lieber, aber egal. Jawohl, hat gereicht. Zwar knapp, aber hat gereicht. Bei Yu-Gi-Oh! Gibt es keinen knapp. Entweder es reicht oder es reicht nicht. Was meine ich damit? Oder es hat knapp mehr. Hm? Ich bin mir noch verschluckt, ey. Jetzt muss ich echt schon die hier auf andere Strategie umswitchen. Das gefällt mir mal gar nicht. Und Überläufer. Da muss ich beide opfern, ey. Also. Das war teuer. Nur um dieses eine Monster loszuwerden, war das teuer. Aber da habe ich eine Karte mehr ausgeben müssen. Zwar Monster-Reanimation. Und das war schlimm. Das ist teuer. Das kann echt teuer werden. Spätestens dann, wenn sie Fusion spielt, dann wird es richtig teuer. So, mit Dynamis können wir ein bisschen Schaden mehr machen. Ba, 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 ba. Hexe schwarzen Waldes, okay. Puh, Geist der Wind. Ich glaube, das war nur ein 5-Sterne-Monster, ey. Da lache ich doch drüber, ey. So, Zug beenden. Jetzt fehlt mir die Monster-Animation zum Beispiel. Ja, gut, da brauche ich nichts aktivieren. Warum kommt der antike Elf im Angriffsmodus? Ich das nicht verstehen. Ist mir aber auch irgendwo Schnuppe. So, wir machen am meisten Schaden. 1700, das heißt 1800, da muss das Monster angreifen. Das kriegt er der Überlieferung. Teuer war, das war aber teuer zu fusionieren. Eigentlich zu teuer.
Ja, ich rede immer von zu teuer. Damit meine ich, man verliert einfach zu viele Karten gegenüber seinen Feinden. Man verliert eine Fusionskarte, zwei Monster und man kriegt dafür eins. Das heißt, ich mache einen Verlust von zwei Karten. Das ist eigentlich zu teuer. Und dann geht das Monster auch nur noch K.O. Das ist noch viel, viel schlimmer. Dann machst du noch drei. Gut, die Fusionskarte kannst du jetzt nicht als Verlust bezeichnen. Weil die eher aus einem extra Deck holst und nicht von deiner Hand. Von daher nicht ganz so tragisch. So. Ja, gut, das Duell hat echt noch gut reingepasst. Weil wir haben das jetzt nämlich beendet gerade. Yeah! Tschüssi, Tärchen. Adios. Bye, bye. Sayonara. Komm, nochmal, öffnen wir noch Mike Solo. Da ist nur Schrott drin, ey. Kann ich vergessen, ey. Das Pack. Und ich sag dann einfach, da ist der Arsch namens Swag Swap. Ich muss auch noch besiegen. Oh, Gottes Willen. Ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! World Edition. Stay with us in Destiny Duel.